Hallo, willkommen bei Janni spielt. Ich spiele wieder Imperium. Wenn ich sowas angefangen habe, dann höre ich auch ungern einfach wieder auf. Mein ganzes Essen ist verdorben, sehe ich gerade. Das ist nicht schön. Aber das kann ich aufheben, das werde ich später noch brauchen. Ich habe angefangen, Blöcke zu legen für meine Base. Allerdings habe ich die ganze Zeit Besucher. Schon ein bisschen nervig ist. Es geht nonstop so. Also irgendwann werde ich die abschießen. Allerdings, wenn die Eingeborenen nicht da sind, weil sonst Aggro, also ist zumindest meine Erfahrung, ich will es nicht riskieren. Sonst greifen die mich die ganze Zeit an, wenn sie mich sehen. Und die sind ja oft unterwegs. Also lieber nicht. Ich habe ein bisschen Holz gefällt und mir Holzblöcke gemacht für den Fußboden. Verändern kann ich es noch nicht. Ich habe dieses Texturgerät-Dingens nicht. Hier hatte ich ursprünglich den Kern drin, aber das ist, glaube ich, keine so gute Idee, weil zu nah an dem hier, das würde ich gerne stehen lassen. Ich weiß allerdings noch nicht, wie ich das mit meiner Base vereinbaren kann. Ach so, ja. Das kennt ihr noch gar nicht. Ich habe neu angefangen, weil ich glaube, dass die Tutorial-Welten anders sind. Ich bin mir nicht sicher, aber ich wollte halt auch nicht dann auf irgendeiner Noob-Welt spielen. Deswegen habe ich komplett neu angefangen, mehrfach. Weil ich habe es auch mal mit anderen Startpositionen versucht, also einfach random mir eine Startposition ausgesucht und dabei festgestellt, dass da jedes Mal andere Startgebäude sind. Also das ist jetzt, ich weiß, da, Havoc, Rescue Module. Und dann habe ich eine Waldhütte gefunden und ein Shack und so ganz unterschiedliche Gebäude. Das hier hat mir mit am besten gefallen. Deswegen bin ich froh, dass das hier auf der Welt ist. Ich habe noch nicht viel, also noch nicht mal ein Sauerstoffdingensgerät im Wasser. Und die Base, wie gesagt, gerade mal gestartet. Zu bauen. Ich habe noch keine Idee wie. Schon natürlich auch ein bisschen größer. Weil das hier wäre jetzt so ein Wandblock, wie ich ihn setzen würde. Das ist schon ganz schön groß. Ich habe jetzt mit der rechten Maustaste auch die Option, mir verschiedene... Uah, nein, nein. Ich werde angegriffen von irgendwas. Drecksvieh. Oh. Das ist eine Pflanze. Ich glaube ja, es geht los. Ich verliere Ausdauer. Oh mein. Ich bin vergiftet. Oh mein Gott, was tue ich? Das? Hilft das? Offensichtlich. Puh. Was für ein blödes Vieh. Ich habe nichts mehr zu essen. Muss ich mal in den Kühlschrank gehen? Achso, ja, das wollte ich jetzt. Bin ich hier reingerast und konnte es gar nicht zeigen, Mann. Also nochmal von unten. Ich gehe nicht raus. Da bin ich reingekommen. Hier stehen also fancy Sachen, auch meine Schränke. Und hier steht ein Kühlschrank. So eigentlich genau das gleiche, was die andere Basis auch hatte. Schnell was essen. Hau ab, du blödes Vieh. Unglaublich. Und das hier ist total cool. Ich weiß nicht, was es ist. Ist es ein Kühlschrank? Ich habe keine Ahnung. Das heißt einfach nur Box, groß. Da war auch schon Zeug drin. Phönixfarn. Oh, kaputt. Also ist offensichtlich kein Kühlschrank. Schade, aber da kann ich ja die Lebensmittel reintun. Dann tue ich das doch mal in den Kühlschrank. Ist auch kaputt? Nein. Weil das habe ich noch nirgendwo gesehen, deswegen... Also dieses Phönixfarn würde ich schon gerne behalten wollen. Also ich habe jetzt auch keine
Kein Sturmgewehr. Das gibt's wohl nur im Tutorial dazu. Aber so von der Ausstattung her genau das gleiche, die Base. Auch hier Pflanzenfelder schon gehabt und ein Licht. Ein Ventilator, von dem ich nicht weiß, was er tut. Da ist der O2-Tank, da der Treibstofftank. Lagerkiste und Munitionskiste. Und dann geht's noch weiter hoch. Hier, ist das nicht cool? Ablage. Okay, also die beiden waren drin, das habe ich dazugelegt. Ich weiß nicht, was es ist. Ablage, es ist einfach auch nur eine Kiste. Ich habe keine Idee. Das ist Deko. Dann standen hier ein paar Betten, was ich auch klasse finde. Und es gibt hier eine Dusche. Wenn ich die anmache, dann werde ich von Strahlung geheilt. Und es gibt eine Toilette. Ist das nicht klasse? Hübsche Tapete. Also die Basis gefällt mir am besten. Deswegen habe ich mich dann auch für die Welt entschieden. Das hat auch hier einen Schalter, nur für das Licht. Ich könnte ja mal... Nee, ist nicht reif. Es wächst nicht, wenn ich nicht da bin. Also ein total schicker Schrank. Schade, dass es kein Kühlschrank ist. Weil nur als Box hat ja auch ein bisschen wenig Plätze. Große Box, haha. Naja. Sieht schick aus. Es muss auch was wert sein. Tja. Das war's. Ist das Vieh weg? Zeit, dass ich mir Geschütze aufs Dach mache. Allerdings wird das alles niedermachen, auch die Tiere und die Eingeborenen, wenn ich nicht aufpasse. Und dann habe ich genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Naja, auf jeden Fall überlege ich mir jetzt, wie ich die Base bauen will. Ich bin mir absolut nicht sicher, also ich würde sie schon gerne nach links und rechts noch ein Stück breiter machen. Und nach vorne natürlich. Irgendwo muss ja auch das Gewächshaus hin. Und was mache ich mit dem Ding hier? Ich habe keine Ahnung. Und auch gerade noch keine Ideen. Ich werde das dann ohne Aufnahme machen und dann ab und zu mal Fortschritte zeigen. Weil besonders spannend ist es nicht. Ja, das mit den Formen habe ich gezeigt. Die Auswahl ist aber ein bisschen beschränkt, weil nur bis hierhin haben die Sachen volle Lebenspunkte, also 100 Lebenspunkte haben die oberen Sachen hier und die hier haben nur die Hälfte, 50. Das wäre mir mit den Drohnen ein bisschen wenig. Und von daher gibt es halt auch nur die total fetten Wände. Gibt natürlich noch sowas hier, aber damit kann man ja nun nicht wirklich bauen. Große Ecke. Ich muss mal ein bisschen probieren. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das machen will. Ja, schon interessante Formen, aber man muss halt auch hübsch hinstellen. Und da fehlt mir gerade noch ein bisschen die Fantasie. Plus das Ding hier integrieren, also. Weil das finde ich zu hübsch, um es einfach wegzumachen. Tja, das ist so mein Dilemma. Und bevor ich nicht zumindest ein bisschen Himmel, jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, ein bisschen Grundsatz-Base habe, kann ich auch den Kern nicht stellen und kann meinen großen Konstruktor nicht stellen. Ich habe noch gar keinen, sehe ich gerade. Ich dachte, ich hätte mir schon einen gebaut, aber nein. Ja. Also damit werde ich jetzt ein bisschen beschäftigt sein. Auch das ganze Material sammeln und craften. Oh,
mal, da wird einiges für drauf gehen. Es geht echt die ganze Zeit zu. Voll nervig. Hat das geahnt. So, die Holzplattform will ich auch noch hier drunter machen. Vielleicht kann ich den Berg hier noch wegmachen. Das Terraforming hält sich halt auch ein bisschen in Grenzen. Weil ich das ja nur mit dem Bohrer machen kann. Und das wird immer total schief und krumm. Das ist nicht hübsch. Reicht's? Nein, es reicht nicht. Oh, aber. Mann, jetzt habe ich mich verletzt. Ich wollte doch mal aufs Dach. Nicht von hier aus? Nein. Damit oben geht es nicht raus, das weiß ich. Ich nicht aufs Dach. Ich darüber. Oh, nicht so weit. Oh, damit. Oben wird eh nichts sein, aber ich wollte halt mal gucken. Yes. Und jetzt noch ein Stück. Okay, auf geht's. Yay. Fenster oder? Oh. Ich glaube, es sind Fenster, ja. Also auch schon stabil gebaut mit Stahlblöcken oder sogar verstärkten Stahlblöcken. Finde ich nett, dass die einem sowas für den Anfang hinstellen. Was ist das? Eine Antenne. Okay. Komme ich jetzt wieder unbeschadet hier runter? Was sind denn diese? Ah, nein! Ach Mann! Ich bin so dämlich. Ich wollte nicht hüpfen. Der Essen hilft bei der Heilung. Ich muss ein bisschen sparsam mit meiner Medizin sein. So viel habe ich nicht. Kann ich die eigentlich machen? Ich glaube eher nicht. Also zumindest noch nicht. Okay. Also ich überlege mir was und bastel ein bisschen vor mich hin. Platziere meinen Kern. Damit ich zumindest eine halbwegs taugliche Base bauen kann und endlich den großen Konstruktor hinstellen kann. Vorher kann ich nicht wirklich viel bauen. Einen Kern könnte ich eigentlich jetzt noch schnell hinstellen. Aber ich kann da noch so viel, noch genauer, noch exakter werde ich das Ding da nicht reinkriegen. Da bin ich ziemlich sicher. Hier abschließen. Ja, muss ich wohl. Hier noch ein bisschen breiter machen. Also ich werde ein bisschen rumprobieren und testen. Das dauert länger, wie man sieht. Leider ist bei meiner letzten Aufnahme irgendwie die Tonspur verratzt worden.
Das heißt, ich muss das jetzt nachvertonen, aber ich denke mal, das ist kein Problem. Geht auch gleich los. Und zwar habe ich an meiner Base weitergebaut. Wie man sieht, so ein bisschen, weil ich brauche jetzt unbedingt langsam den großen Konstruktor. Und dazu brauche ich eine Base. Das soll die Außenmauer werden, das Metalldingens da. Treppen kann ich noch nicht, deswegen eine Schräge. Das war der Konstruktor, den ich nicht benutzen kann. Das sind auch nur die groben Umrisse, also das ist noch längst nicht fertig, wie ich mir das so gedacht habe. Soll schon ein bisschen üppiger werden, vor allem auch wegen dem Gewächshaus, das ich ja brauche und so. Und dann habe ich noch, Achtung, aua, einen Maschinenraum gebaut. Das heißt, ich habe mich einfach nach unten gegraben. Und dann musste ich einen Ausgang graben, weil ich sonst verhungert wäre. Naja, eine gute Planung ist alles. Aber ich finde ich ganz cool mit dem Höhleneingang. Hier kommt natürlich noch eine Tür rein, die kann ich auch noch nicht. Da kommt ein Aufzug rein, den kann ich auch noch nicht. Also ich denke, das ist ganz safe hier unten. Da greift auch keine Drohne an und nichts. Später mal. Das ist ganz super. Und da stelle ich jetzt meine Geräte hin, nämlich einmal den Generator und einen Treibstofftank. Von beidem kann ich auch nur die kleinen machen. Ich muss ja erstmal die Base in Betrieb nehmen, bevor ich dann den großen Konstruktor benutzen kann. Ja, nicht mitten in den Raum, weil der kommt dann eh weg, wenn der große Generator kommt. So, passt. Gleich ein bisschen Batterien rein. So viel habe ich nicht, aber 25% wird erstmal reichen. Und jetzt sollte ich auch den großen Konstruktor benutzen können. Damit kann ich viel, viel mehr Sachen bauen. Und jetzt geht's richtig los. Sieht man rechts, wie viel mehr Sachen. Also hier jetzt nicht wirklich, aber kann schon deutlich mehr Sachen machen. Eigentlich alles, was ich schon gelernt habe. Also lernen muss ich es natürlich vorher auch. Das war's. Nicht eine leichte Rüstung machen, aber ich trage, glaube ich, schon eine leichte Rüstung. Von daher hat das erstmal keine Priorität. Pistole habe ich auch. Multiwerkzeug kann ich machen. Bohrer T2. Kanonengeschütz auch ganz wichtig, weil ich habe die Base jetzt eingeschaltet. Glaube ich. Und dann brauche ich die, weil da werden bald Drohnen kommen. Ah, Treppen, yay! Neodymium, die habe ich noch nicht. Die brauche ich dazu. Da sieht man, wie viele Geräte ich jetzt bauen kann. Wozu diese LCD-Blöcke sind, habe ich keine Ahnung. Wollte ich irgendwann mal ausprobieren. Ich denke, die Küche ist ganz wichtig. Nee, ich habe die Base noch nicht eingeschaltet, weil sonst würde er ja produzieren. Und Sauerstoffgenerator brauche ich unbedingt. Tja, mein Sauerstoff ist alle. Ich kann nicht mehr tauchen gehen und mir Algen holen für Treibstoff, weil ich keinen Sauerstoff mehr habe. Das ist ganz schön blöd. Und so würde ich als erstes ganz dringend mal einen Sauerstoffgenerator brauchen. Jetzt sollte ich die Base eigentlich einschalten. Jawohl. Und jetzt läuft auch die Maschine. Ja, Arbeitslichter, wenn ich irgendwo am Graben bin nachts, kann das, glaube ich, ganz hilfreich sein. Und man sieht, jetzt macht er die Einzelteile alle selbst. Also ich sag nur, welches Gerät er bauen soll, und er macht sich alle Teile selbst. Das ist gut. Das spart Zeit. Und es spart Rumgeklicke, vor allem Zeit jetzt nicht unbedingt. Oh, mir fehlt schon wieder so viel Material. Ich habe kein Kobalt mehr, kein Eisen.
Hey, die Küche ist fertig. Da habe ich jetzt den falschen Treibstofftank gebaut, weil der ist nämlich nur für Raumschiffe. Den großen kann ich noch gar nicht für die Base. Das ist sehr schade. Jetzt fehlt mir Eisen. Ich kann keine Metallkomponenten bauen. Eisen zerlegen, um Eisen zu bekommen. Das macht aber keinen Sinn, weil da gibt es nur Stahlplatten raus und keine Eisenbarren. Oh, da sind ja schon einige Teile dran, die ziemlich hässlich sind, diese kaputten. Die kann man auch nicht reparieren. Die sind so. Da rechts der weiße zum Beispiel. Ja, Stahlplatten. Pff. Und gehärtete Stahlplatten sogar. Fancy. Die brauchen auch. Oh oh. Es war klar, kaum habe ich die Base eingeschaltet, schon kommen die Drohnen. Oh Mann. Ich habe doch noch keine Geschütze. Weder Geschütze noch Munition. Ich habe kein Eisen, ich kann keine Geschütze bauen. Tja. Habe ich erstmal schlechte Karten. Und kann gar nichts machen. Ohne Eisen geht nichts. Ich kann jetzt auch nicht weggehen, weil ich muss die Base verteidigen. Ist ja sonst keiner da, der es tut. Ich glaube, bis die Drohnen da sind, dauert aber auch noch ein bisschen. Weil die eine ganz schöne Flugstrecke haben. Da kommt die Drohne. Oh, oh, Angst. Ups. Na. Wie heißt die? Angriffsdrohne klein? Was steht denn vorne? Ich kann es gar nicht lesen. Basen? Geh kaputt, geh kaputt. Yay. Also die sind auch noch nicht besonders stabil. Das hat sich gelohnt. Nicht schlecht. Die hat jetzt aber auch nicht zurückgeschossen. Also das geht auch anders. Statt das nur so eine Aufklärungsdrohne. Die wollte mich ausspionieren. Höchste Zeit für Geschütze. Das heißt, ich brauche dringendst Eisen. Nichts zu machen. Ich habe allerdings auch keinen Treibstoff mehr, wie man sieht. Ist alles alle, weil ich keine Algen sammeln kann, weil ich keinen Sauerstoff habe. Da greift so eins ins andere. Ich glaube, ein bisschen Treibstoff ist noch im Tank vom Bohrer. Jo, lass es. Die Drohne kann man nicht auseinandernehmen. Leider. Das wäre viel Eisen. Aber nein. Geht nicht. Ich bin fertig und gleich wieder in der Base. Erstmal genug Eisen gesammelt, um das Nötigste zu bauen, hoffe ich. Irgendwie spinnt jetzt aber auch der Spiegelsound. Sehr seltsam. Oh. 209 hat's gereicht. Erstmal den Sauerstoff. Ganz dringend. Tja, für den Bohrer sollte es doch eigentlich auch reichen. Ach nein, jetzt fehlt mir Kobalt. 5, 4. 3, 2, 1 und da-ding! Mein erster Sauerstoff. Yippie, allerdings nur eine Flasche, damit werde ich mir nicht allzu viel Sauerstoff herstellen können. 2, ja, wow. Der Knaller ist das nicht.
Es ist jetzt noch 3 Stunden hell, also muss ich mich auch beeilen mit dem Algensuchen, weil unter Wasser im Dunkeln ist ganz schlecht. Lichter? Weil unten der Maschinenraum ist ja noch nicht beleuchtet. Da ist es ziemlich dunkel nachts. Und jetzt geht gar nichts mehr. Doch, das Motorrad, ja, genau. Das habe ich noch nicht, weil ich ja in dem Spiel nicht das Tutorial gemacht habe. Also habe ich weder Motorrad noch die Waffen gehabt. Alles selbst bauen. Body. Das Assault Rifle habe ich mir noch gar nicht gebaut. Also wenn nicht ich wäre, würde ich jetzt ganz schnell Algen sammeln gehen. Was tue ich? Ach, okay. Das habe ich jetzt komplett übersehen, dass da schon wieder Drohnen kommen. Minigun. Okay, die schießen. Da muss ich jetzt also aufpassen. Oh. Gut, die machen jetzt nicht furchtbar viel Schaden. Aber sie machen mich furchtbar nervös. Geh kaputt. Schade, dass ich das Gewehr noch nicht hab. Ist eh schon ein starkes Stück, dass man die überhaupt mit der Pistole abballern kann. Aber gut für mich. Nur Munition drin, also meine wahrscheinlich, die ich draufgeschossen habe. Doch schon 110 Schaden. Einzelteile, sehr schön. Meins. Und jetzt Algen. Ich tauche für Algen. Endlich. Da hinten liegen noch die beiden roten Punkte. Das sind die alten Drohnen, die ich abgeschossen habe. Wir bleiben auch noch ein bisschen. 3 Minuten hat er, glaube ich, gestanden. Ich schwimme. Ist, wenn ich die Hände frei habe, also habe ich jetzt theoretisch, habe, glaube ich, noch einen Steinblock in der Hand, dann kann ich schwimmen. Wenn ich die Waffe oder ein Werkzeug in die Hand nehme, dann sinke ich zum Boden. Von weiter oben hat man eine bessere Übersicht. Hey, Algen. Und Algen. Das dauert jetzt wieder ein bisschen, deswegen mache ich nochmal einen Cut. Fertig mit Algen sammeln. Jetzt sammle ich noch schnell den Sauerstoff ein, der bis jetzt produziert worden ist. 4, naja, ist schon besser als 1. Die liegen immer noch da, die Drohnen. Und qualmen. Böser Dino? Böser, böser Dino. Ich glaube, die Einzelnen sind aggro und die im Rudel laufen nicht. Ein anderes Unterscheidungsmerkmal habe ich da jetzt noch nicht festgestellt. Weiß nicht, ob das stimmt, aber so kommt es mir vor. Hatte auch noch keine Zeit, mir die jetzt im Detail anzugucken, ob die auch anders aussehen. Kein Plan. Schusch. Ja, wenn ich die Algen gemacht habe, beziehungsweise den Treibstoff gemacht habe, kann ich auch wieder bohren. Dann kann ich Kobalt holen und mir den Tier 2 Bohrer machen. Damit kann ich dann richtig Sachen abbauen.
Tja, ich denke, an der Stelle werde ich jetzt auch mal die Folge beenden. Vielleicht kriege ich das mit dem Ton ja irgendwie noch in den Griff. Ich hoffe es. Ich bin jetzt hier mit Handwerken und Heimarbeiten und Haushaltsarbeiten beschäftigt und werde, wie gesagt, den Kobalt sammeln gehen, damit es mal vorwärts geht. Also, für jetzt danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!